Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, ich habe mir mal die Frage genommen und bin offscreen mal ein bisschen gewandert. Könnt ihr sehen, den ganzen Weg hier bin ich hochgelaufen. Ja, ich bin die Kurve gegangen, weil das hier ein Gebiet hier oben ist, wo ich eigentlich nicht durch will, weil das hier. Ja, das war mein gemeinsamer Kunde. Aber den Weg hier bin ich sowieso schon gegangen, hier den Weg hier rauf. Weil ich ja mal zu den Stürmern musste wegen der Rüstung, pipapo. Und dann bin ich sowieso hier ein bisschen weitergegangen. Und ich habe auch ein bisschen, mal alles nachgecraftet hier. Also, wir sind gut ausgerüstet auf jeden Fall. Auch gehärtete Pfeile. Und, was auch richtig nice ist, ihr könnt ja auch mal oben links schauen auf die Lebensbalken. Darunter ist ja der kleine Medizinbeutel. Und es ist schon über ein kompletter Beutel voll. Also, wir sind gerade im zweiten am Füllen. Das ist nice. Und es geht auch direkt weiter hier. Marats Agent ist nicht hier. Aber er hatte doch wirklich genug Zeit. Wir sollten ihn suchen. Richtig. Nee, hier ist ein Händler. Nee, wir gehen ihn jetzt nicht suchen. Wir haben noch Zeit. Das haben wir alle schon. Wird es irgendwann was Besseres geben wie das Schattenzeugs? Ich glaube nämlich nicht. Das Schattenkriegsbaum ist das Einzige, worauf wir hinsparen eigentlich. Seht ihr noch neue Outfits? Nee, ne? Ja, das kennen wir alle schon. Das kennen wir leider alle schon. Leider noch irgendwas zu verkaufen hier. Reinholz haben wir deutlich, aber wirklich wenig. Das will ich sogar gerne kaufen, wenn ich ganz ehrlich bin. Da muss ich das nicht immer sammeln. Das kostet ja nichts. Echohülse. Das kaufe ich auch. Holzpaket. 20 Reinholz. Wie viel Reinholz kriegt er? Was? Ein Paket mit 200 Reinholzstücken, glaube ich, jetzt gekauft. Jetzt habe ich 600 Reinholz gekauft. Du Scheiße. Echohülse hätte ich aber auch gern. Aber mit der Echohülse, da kann ich das, ich sag's gleich. Den Zersprengungspfeil kann ich damit machen. Noch mal 10 Stück hier. Wenn ich jemand nachcraft, wie viel? Wir haben 600 Reinholz. Jetzt jemand nämlich nachcraften. Echohülse man dafür einfach braucht. Aber jetzt haben wir wenigstens voll gecraftet. Dafür fehlen uns noch. Ah, Lohe fehlt uns, aber Lohe will ich auch nicht kaufen. Nee. Nee. So. Wir können los. Ich bin fertig. Ich war kurz shoppen, ich bin eine Frau, ich darf das. Wo müssen wir denn hin? Wie den Agenten. Hier. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen und er hatte es eilig. Alles klar. Okay, dann gehen wir der Spur mal nach. Setzen wir unser zweites Gesicht, wie es viele nennen, ja. Setzen wir das halt mal ein. Hier lang. Och, da ist er also. Weit ist er gekommen. Das ist Marats Agent. Derwalds Schläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas mit seinem Blut. Gut, das ist eine Karte, der wir folgen sollten. Das ist wohl Scheuerfels. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach. Okay, zwei Sachen. Da hinten stehen eine Menge Wachen. Wenn der hier getötet wird, dann gibt es doch mindestens einen Schrei, wenigstens von dem, der umgebracht wird. Denn er war nicht sofort tot und hätte nicht zeichnen können. Warum hat das niemand gemerkt, dass hier jemand schreit? Weil da unten standen Wachen und der Händler und so weiter. Oder waren die vorher noch nicht hier? Das kann natürlich auch sein. Und zweitens, wer kommt auf die geniale Idee, kurz vor seinem Tod nochmal eine Karte mit seinem, aus seinem Blut zu zeichnen? Wer? Na gut, okay. Abstrakt, aber nice. Okay, 300 Schritte sind wir davon entfernt. Das kriegen wir hin. Was? Kommen wir denn hier rein theoretisch durch? Nee, ne? Ja gut, dann gehen wir den dafür vorgesehenen Weg. Es wird gerade auch Nacht. Schatten für den Hinterhalt. Nächster Mythos. Wofür ist die Treppe hier? Ach, deswegen. Ich dachte schon, ich habe gerade was entdeckt. Das
Auto doch nicht. Alles klar. Hier komme ich doch bestimmt rüber, oder? Das erlebt Aloy auch, das passt. Ich gehe jetzt hier drüber. Sehr nice. So, dann können wir das auch ein bisschen abkürzen hier. Versuchen wir ein bisschen über die Berge zu gehen. Und wir auch ein bisschen Maschinen unten umgehen. Wird es eigentlich gerade Tag oder wird es Nacht? Ich habe keine Ahnung. Zeitgefühl, das ist was anderes in dem Spiel, das besitze ich nicht. Ah, in solchen Spielen kann man sich wirklich verlieren, in der Story oder einfach in der Landschaft. Sieht man, wie geil. Ah, das ist einfach schön. Das ist einfach schön, so ein Spiel. Da kann man sich wirklich in einer fremden Welt, in der man wirklich gerne mal wirklich einen Tag verbringen würde, kann man da richtig gerne mal drin versinken. Das ist einfach schön. Haben wir gerade einen geheimen Pfad entdeckt oder wer hätten wir sowieso hoch müssen? Und sind wir nur eine kleine Abkürzung gegangen? Ich glaube, wir sind nur eine kleine Abkürzung gegangen. Und ich hoffe, der kommt mit seiner Armee rechtzeitig nach und wir müssen nicht den kompletten Kriegstrupp hier alleine fertig machen. Ich meine, ich glaube an uns und level-technisch würde das ja hinhauen, aber... andererseits will ich auch nicht nochmal so einen Schicksalsschlag wie der mit Rost hinnehmen. Denn, ja, ich sag mal so, der Typ hier ist mir nicht so nahe ans Herz gewachsen wie Rost damals, aber ich will ihn trotzdem nicht verlieren. Ich bin so ein Mensch, der opfert sich lieber selbst für andere, als wenn er anderen beim Sterben zusieht. Das ist immer so schlimm. Macht das eigentlich gerade Sinn, dass ich hier lang latsche? Lagerfeuer entdeckt. Das ist natürlich schön. Nur wo ist die Frage? Schnappmaul. Hi. Macht der Weg, den ich gerade gehe, hier eigentlich Sinn? Ja, ne? Sturmfuck? Wir haben Sturmvogel entdeckt. Da oben. Es gibt was? Es gibt zwei verschiedene Vögel? Das gucke ich jetzt nach. Nee, gucke ich nicht nach. Köpper! Köpper war da. Komm ich denn hier hoch rein, theoretisch? Nee, ne? Ich muss da aber hoch. Der Vogel darum entdeckt mich nicht. Ich werde schon mal die gehärteten Pfeile hier ausrüsten, weil ich denke mal, es wird gleich zur Sache gehen. Und zwar töricht. Ich meine, wir sind ausgerüstet. Wir haben... Scheiße, ich hätte noch Heiltränke kaufen können. Ich habe noch einen Heiltrank und einen OP-Heiltrank. Das habe ich nicht mehr, habe ich nicht bedacht. Scheiße. Hi. Ihr seid schon da? Wie bist du so schnell zur Stadt zurück und dann wieder her? Oh nee, Behelmoth. Was ist das denn? Maschinen. Sie wurden angekettet. Derbal ist ein Bastler. Vielleicht experimentiert er oder er braucht ihre Teile. Vielleicht kann ich sie uns zunutze machen. Ich werde vorgehen. Bleib zurück, bis der Kampf beginnt. Okay, wir rücken nach. Wie meinst du das, Aloy? Wie sollen wir sie uns zu Nutzen machen? Erledige die Fremden und die Maschinen. Ja. Easy. Sagt sich so einfach. Verwüster. Verwüster kriegen wir hin, haben wir schon mal hinbekommen. Halteeinrichtungen. Eisenlegierung. Der Verbindung zwischen Ketten und Rahmen könnte anfällig sein. Langbein. Langbein kennen wir auch. Scheißstein. Ah! Ich dachte, ich könnte reinrutschen. Sind die jetzt wirklich angekettet oder kann ich die jetzt zu mir rufen? Ich glaube, ich kann allgemein solche Maschinen nicht zu mir rufen. Aber ich sehe hier nur Maschinen, ich sehe hier keine Menschen. Ich sehe nur die zwei Wachhunde hier. Doch, da hinten sind Menschen. Ich will den Menschen scannen. Ich bin Wächter.
Söldnerschmied, okay. Ich dachte, ich könnte jetzt herausfinden, von welchem Stamm die sind. Schade. Ich würde sagen, wir versuchen uns reinzuschleichen und so viele Leute wie möglich einfach eiskalt mal aus dem Hinterhalt zu eliminieren, denn die Maschinen können wir nicht leise ausschalten, glaube ich. Die Verbindung zwischen Ketten und Rahmen könnte anfällig sein. Ach so sollen wir uns die zunutze machen. Okay. Ich werde meine größte Power nutzen. Zersprengungspfeil. Oder greift es dann auch die Maschine an? Ich nehme den Präzisionspfeil. Obwohl der Zersprengungspfeil, glaube ich, mehr. Der Zersprengungspfeil macht mehr Sinn. Wir holen die da raus. Und raus mit dir! Der war jetzt Leute. Der ist frei. Jetzt geht's los. Na, hoffentlich. Den holen wir uns auch schnell noch. Und er ist frei. Was? Er sollte frei sein. Warum ist der nicht frei? Eindringlinge! Lasst die Maschinen los! Sprengt die Ketten! Mach ich gerade. Keine Sorge. So, jetzt sollten sie nämlich durchdrehen und auch die anderen angreifen. Hoffe ich in Klammern. Was? Oh shit, ich glaube, mein Plan geht nicht auf. Ja! Ja, er greift auch die anderen Männer an. Sehr schön. Bin ich hier in Sicherheit? Alter! Das macht ja heftig Schaden. Okay, dann steigen wir wieder auf die gehärteten Pfeile um. Alter, der Verwüster ist ja so heftig. Aua! Das war fucking knapp. Was ist hier los? Aua! Fixkopf! Alter! Das war's gleich mit dir, Freundchen. Geh doch aus dem Weg hier, ich kann dich nicht treffen sonst. Ich will den Eistank unter ihm treffen, aber den erwische ich noch nicht. Down, sehr schön. Was hat denn der Lila das dabei? Eine Schockspule, wie geil. Da raus hier. Wie viele Leute hier einfach sind. Der Tod will dich holen. Alter, womit schießen die bitte? Headshot. Womit schießt der? Bist du ja. Ich hätte gerne die Waffe, womit der schießt. Alles klar. Alles klar. Ja, Mann. Kommt schon her, ihr Penner. Wie geil. Leute, wir hauen die weg. Scheiße. Da sollte aber noch eine zweite rumliegen, rein theoretisch. Zünder. Hier muss doch irgendwo noch eine zweite rumliegen. Hier. Wie sagt Zünder? Wo liegt die zweite Kanone? Hier. Ne, der Metallscherben. Mann. Wo liegt die zweite Kanone? Auf der Suche nach mir. Ja, ich weiß. Ist doch egal. Ich will die Kanone. Der andere Verwüster. Da habe ich es nicht runtergeschossen von ihm. Und deswegen konnten wir das zweite nicht nehmen. Kann natürlich kein theoretisch sein. Hier! Launezünder! Mann! Hab ich dich! Ich will mal versuchen, was passiert, wenn ich so eine Zersprengungspfeil in die Gruppe reinjage.
Wow. Was? Wow. Das bringt gar nicht so viel. Ich muss direkt mal eine Heilung schlucken. Das geht ja so nicht. Headshot. Alter, duck dich doch nicht weg. Versuch doch deinen Nahkampf. Ja, es wird nichts. Die harten Pfeile machen wirklich sau viel Schaden. Jetzt hab ich dich. Ich hab eine Idee. Ja. Bringt gar nicht so viel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der ist wirklich nicht viel. Okay, der Rassler macht bei denen nicht wirklich viel Sinn. Wo ich gar keine Ahnung habe, was da für Pfeile gerade auf uns zugekommen sind. Die haben auch irgendwie einen Rassler oder so. Ja, geil. Okay. Gut, dass wir genug Zeit haben zu craften. Die Typ ist am Campen. Wieso setzt der einen Rassler ein? Das ist meine Waffe. Was war's mit dir? Wir können hier. Los! Ich höre was. Das ist nicht schön. Oh shit. Oh shit. Alter! Was hat uns da gerade getroffen? Irgendwo sein. Finden wir sie. Zeug hier einfach, Tiers. Ich brauch fucking Heilung. Ernsthaft jetzt? Ohne Scheiß. Alter, wie ich gerade Schaden kassiert habe. Teambeutel hat der mega lang gehalten. Oh, Leute. Wenn wir schon einen lilanen Dingens kriegen, ich weiß gerade nicht, für was das war, aber vielleicht finde ich für den hier, dann müssen wir den auch ausrüsten. Modifikationen? Sei bitte dafür. Okay. Kann es sein, dass das für Dingens war? Outfit vielleicht? Fände ich auch okay. Hä, wofür war das? Nee, Modifikationen. Das hier. Schock, sehr selten, eine Schockspule. Ja, aber... Warum kann ich das nicht draufpacken? Warum kann ich das nicht draufpacken? Spulen sind doch für Bögen. Plus 39 Schock. Das ist heftig. Kann ich nichts modifizieren? Oder kann das sein, dass das nur für den Kriegsbogen ist? Das kann natürlich auch immer sein. Hier kann ich das einsetzen. Bei der Stolperfalle. Das ist nur für die Stolperfalle. Ich benutze die Stolperfalle nie. Da verkaufe ich es lieber. Okay. Alles klar. Ist okay. Alter, wart mal. Ich brauche Heilung, verdammte Scheiße. Ich habe nur noch einen OP-Trank zur Sicherheit. Was ist das denn? Den lasse ich mal nicht frei. Ich bin echt gerade am Struggeln hier. Ich will nicht sterben, verdammt. Wollen wir da rein? Oh, Scheiße. Eine Schallwaffe. Wie sieht's aus? Der Ball sagt, er soll Dreck fressen. Was? Der Ball sagt. Oh shit. Bossgegner. Nee, bitte nicht. Was ist das? Kämpfen oder weglaufen.
fehlt nicht sonderlich viel. Das ist... Okay, das macht sehr gut Schaden. Alter! Wow! Geh mal aus dem Weg, ich will am Kopf schießen. Boah! Alter, scheiße, nein! Nein! Alter, du kümmerst dich um den Tuti, ich kümmere mich um den hier, okay? Alter, das ist ja frei, es ist so ein Problem gerade. Ich habe hier keinen Platz zum Kämpfen, ich brauche Platz. Ein bisschen strategisch kämpfen, ist auch mal angebracht hier, oder? Geh doch weg! Alter! Das Problem ist, ich habe keinen einzigen fucking Heiltrank. Nein! Oh shit, 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 shit! Wir haben ein verdammtes Problem. Triff mich nicht, bitte! Alter! Ich habe den zweiten Tank getroffen. Ja, geil. Okay, den krieg ich wahrscheinlich noch down, aber wenn er den anderen auch noch befreit, sind wir tot. Versuch doch. Oh shit. Mach mal Hilfe. Passen! Scheiße, 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 scheiße. Ah. Sieht uns? Er sieht uns! Fuck you! Fuck you! Was mach ich? Alter! Er muss da drin sein. Wir müssen durch. Ich weiß, Digga. Die sehen mich nicht. Warum ist der Balken oben gelb? Was macht das für einen Sinn? Warum ist der Balken gelb? Das ist ja wegen Feuerschutz, ne? Ganz ruhig. Mann, ist der andere Tuti frei. Ach du Scheiße, nein. Ich hab noch einen Lebenstrank. Sehr schön. Du, geh doch weg, Alter! Alter! Mach mir nicht schwach hier! Alter! Ihr wollt mich doch echt! Alter! Was macht der Dulli? Alter, man hat hier keine Chance mit drei Maschinen, die gleichzeitig auf einen ballern. Was soll das nicht, wenn die so fucking schnell sind? Nee, ehrlich! Alter, die sind ja schon wieder hier! Alter! Geh doch weg von mir, verdammte Scheiße! Nee, ich hau jetzt ab, ich hab keinen Bock mehr! Problem ist, der kommt hier mit hoch! Ach du Scheiße, ist tot! Ja, nice! Boah, was? Alter, das fuckt so dermaßen ab. Das ist der erste Kampf, wo wir richtig gefordert werden. Wie soll ich gegen zwei solche OP-Maschinen gleichzeitig kämpfen? Er muss da drin sein. Wir müssen durch. Ja, ich weiß, dass wir durch müssen. Ja, geil. Ich habe auch meinen Heiltrank jetzt verloren. Kann ich den überbrücken oder so? Die dürfen nicht freikommen. Wenn die nicht freikommen, dann ist das easy. Wenn die nicht freikommen, also wenn die nicht freikommen, dann ist es easy. Aber sonst haben wir ein dermaßen heftiges Problem. Versuchen wir wieder mit dem Präzisionspfeil hier was zu reißen. Was ist das denn? Ach, der ist schon tot. Der war schon tot? Okay, da haben wir jetzt leicht gecheatet. Der war schon tot. Ach so! Schützen Sie sich wahrscheinlich vor diesen schrecklichen Tönen. Okay, dann haben wir jetzt leicht gecheatet. Dann haben wir jetzt wirklich leicht gecheatet. Ja, egal. Wir haben ihn also vorher den Anführer noch getötet, aber die Maschinen haben uns dann down gekriegt. Und jetzt wurde das quasi gespeichert mit dem Anführer. Habe ich nichts gegen. Den will ich noch ausprobieren.
Nee, ich setze den jetzt nicht gegen die Maschine ein. Aber den nehme ich mit rein. Ja. Das Glück ist mir hold. Haben wir leicht gecheatet, okay. Haben wir den Kampf nicht ganz fair gewonnen, aber... Ja, egal. Aber Leute, ich gucke gerade nochmal auf den Timer. 25 Minuten sind wir schon rum. Aber Leute, ich würde sagen, schreibt in die Kommis, was ihr von diesem Kampf haltet. War es fair, dass wir jetzt das am Ende doch geschafft haben, auch wenn uns die Maschinen noch down gekriegt haben? Oder findet ihr, dass das leichtes Gecheate war? Ich meine, das Spiel hat es wahr gemacht, also war es kein Gecheate. Punkt. Und der Typ kann jetzt nicht mit uns kommen, ne? Weil er diese Kopfhörer nicht hat. Egal, Leute. Lasst eine Bewertung da und schreibt was in die Kommis. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.